Hallo und herzlich willkommen wieder bei Nerdfallmedizin. Wir sind noch immer oder schon wieder am Degina-Kongress im wunderschönen Leipzig mit mega Aussicht da, obwohl das Wetter heute schlecht ist. Und neben mir sitzt ein ganz besonderer Gast, auf den wir uns schon die ganze Zeit freuen, nämlich Christoph Hüser. Hallo. Einige von euch kennen ihn ziemlich sicher, nämlich die Tox-Docs verfolgen. Das ist ein Blog zum Thema Intoxikationen, Toxikologie. Christoph arbeitet in Köln, Maximalversorger, internistisch, nephrologisch, notfallmedizinisch, also und hat mega viel Erfahrung mit Intoxikationen, weil er im Giftnotruf jahrelang tätig war. Also das sind ja die Leute, die wir anrufen, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Genau. Also, hey, besser geht's doch gar nicht. Wie häufig ist es eigentlich oder was sind so die Sachen, die du so im Giftnotruf eigentlich mitkriegst? Also die meisten Vergiftungen sind bei Kindern tatsächlich. Also so 80% der Anrufe, die im Giftnotruf Pi mal Daumen ankommen, sind über Kinder. Krass. Und das sind meistens auch die Vergiftungen, die eher harmlos sind. Es gibt bei den Kindern vor allen Dingen eben der Geschirrspülreiniger, die WC-Steine, die gerne geleckt werden. Aber es gibt halt auch die schweren Intoxikationen, Okay. ne? Also dass die Kinder dann doch mal die Tablette vom Opa nehmen und das ist Okay. dann teilweise schon richtig gefährlich. Generell muss man aber sagen, es gab eine Untersuchung vom Giftnotruf Nord Okay. in Göttingen. Die haben mal über die Jahre, 7 Jahre geguckt, wie viele Leute sind gestorben oder wer ist eigentlich gestorben oder es waren nicht viele, es waren 140 Tote auf knapp 170.000 Anrufe da, Okay. also wenig. Und das sind vor allen Dingen die Leute, die da sterben. Der Großteil sind wirklich Suizidenten und Leute, die Medikamente genommen haben. Damals, das war so Anfang der 2000er, waren auch noch die Insektizide relativ häufig, Okay. so 14% der Tote. Das ist heute geht immer mehr zurück, weil man da einfach an das E605 und so die gefährlichen nicht mehr so rankommt. Okay. Genau. Und also du hast es gesagt, es sind eher die Älteren, die sterben. Das heißt, ich habe vor kurzem von dir einen Artikel gelesen, den wir auch gleich verlinken in den Shownotes. Bei den Kindern ist meistens nicht so dramatisch, wenn die jetzt am Klostein lecken, das ist, dann haben den komischen Geschmack, aber daran stirbt man nicht. Aber es gibt ein paar Sachen, die super gefährlich sind bei Kindern. Ne? Das war dieser One-Pill-Kill quasi. Genau, es gibt einige Tabletten, die bei Kindern wirklich richtig gefährlich sind und da sollten dann auch im Rettungsdienst auf jeden Fall die Alarmglocken läuten, ja, weil dann schon eine Tablette wirklich für Kinder im Alter bis 1 bis 2 Jahre tödlich sein kann. Und das sind Okay. vor allen Dingen die kreislaufwirksamen Sachen. Also gar nicht so sehr das, was aufs Hirn geht, auf das zentrale Nervensystem, wo die Leute dann müde sind. Das kriegen wir eigentlich gut gemanagt. Aber eben die Sachen, die auf den Kreislauf gehen, ja, wo der Blutdruck abfällt, wo der Puls runtergeht, Beta-Blocker, Calcium-Antagonisten, Clonidin, das sind die gefährlichen Sachen. Und da kann, wie gesagt, auch eine Tablette die Leute einfach umbringen, ne? Genau. Okay, also der Klostein ist ungefährlich, und die Pille bringt die Leute um. Genau so sieht es aus. Aber Vorsicht bei Älteren, vor allen Dingen Dementen oder vielleicht auch eher ja, Menschen mit einer geistigen Behinderung, die trinken gern schon mal das Shampoo vom Tisch. Und das ist dann gefährlich, weil die kriegen eine Aspirationspneumonie und die können da Okay. auch daran sterben. Also da muss man dann schon aufpassen. Okay. Ja, verrückte Sachen, die man da so hört. Kann ich mir vorstellen, was da für Anrufe. Also kann ich mir nicht vorstellen. Okay, sag mal, also, wie ist das jetzt, wenn ich jetzt nicht im Toxnotruf sitze, sondern einfach einen Einsatz kriege? Da heißt es jetzt Intoxikation mit diesen Medikamenten, Frage suizidal oder weiß man jetzt nicht so genau. Was sollte mir durch den Kopf gehen? Was sind so die wichtigsten Prinzipien, die Leute draußen, an die denken sollen? Also das Wichtige ist zum einen wirklich do no further harm. Ja? Okay. Also man kann auch mit Übertherapie deutlichen Schaden anrichten und wirklich die supportive Therapie, ABCDE-Schema, die Vitalparameter sichern, das ist wichtig. Aber man sollte es auch nicht zu aggressiv behandeln und übertreiben. Und zum Beispiel ist es so, bei der Aktivkohlegabe, die Evidenz dafür, wie viel das bringt, ist schlecht. Aber Okay. wenn die Leute das aspirieren, kriegen sie wirklich eine schwere Lungenentzündung, die kann man kaum behandeln. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Und was auch noch ist, ist zum Beispiel, dass als Hausmittel früher wurde ja gerne Salz gegeben, ja, also Salzwasser, die Kinder trinken, damit die erbrechen und das rauskommt, das sollte man lieber lassen, also kein Erbrechen Okay. auslösen. Ja, zum einen, das Salz ist in großen Mengen giftig für die Kinder und zum anderen ist es auch so, auch das Erbrechen, da aspirieren die eher, da hat man mehr Schaden dann als Nutzen durch das Ganze gesetzt. Ja, und was man im Rettungsdienst wirklich machen kann, und das haben wir auch im Giftnotruf, also ich habe das immer sehr gerne beraten, sind die Anrufe auch von der Leitstelle oder auf dem Weg zur Intox. Wir haben hier
ein Kind, wir wissen nicht genau was, worauf soll man denn achten? Mhm. Dann geben wir schon mal eine Beratung vorne weg, worauf kann man achten? Manchmal weiß man ja auch schon den Stoff, dann können wir schon genau sagen, worauf geachtet werden muss. Das macht es dann an der Einsatzstelle, glaube ich, schon viel entspannter. Und ich stelle mir das dann auch so vor, wenn du dann, also da gibt es ja nicht 1000 Giftnotruf-Call-Taker quasi, sondern der kommt ja viele Stunden später nochmal zu dir, ne, und sagt, also wir sind jetzt dort und das Kind hat nicht nur das genommen, sondern das. Das heißt, du bist dann mental auch schon... Genau, ich weiß dann sofort direkt wieder, ach, das war der Fall, dann weiß man sofort, kann man wieder einsteigen und einfach auch schneller die Tipps geben. Mhm. Und was wirklich wichtig ist, ist, dass man klärt, was das war und das möglichst auch mit ins Krankenhaus nimmt. Also wenn man nicht genau weiß, wo die Intox herkommt, alles einpacken an Medikamenten, Blistern mitnehmen. Okay. Das ist im Krankenhaus. Dann nachher, wenn man dann vielleicht mit den Kollegen nochmal telefoniert, dann können die einem wirklich nochmal jeden Blister durchgeben, dass man genau weiß, die und die Menge kann es gewesen sein. Das ist sehr hilfreich, denn meistens sind die ja doch unspezifisch, die Symptome. Die haben irgendwelche Bewusstseinsstörungen, denen ist übel. Ja, und dann vielleicht sind sie am Krampfen, ja, und das sind so die meisten Intoxikationen. Es gibt ja nur wenig von den Toxidromen. Sollen wir da auch noch kurz drüber? Oder? Das finde ich eine super Idee. Toxidrome ist ja was ja total in ist in letzter Zeit, finde ich. Also man redet ja nicht mehr jetzt über die Kokainintoxikation, sondern man überlegt sich, was könnte das sein, in welches Bild passt das, ne? zu welchem genau. Ding. Ich möchte nur einen Punkt nochmal bestärken, diese Blister, weil du das hast du gerade gesagt, wir müssen die Blister mitnehmen. Und da muss ich mich selber auch irgendwie packen und sagen, da schaut man nochmal nach und im blödesten Fall guckt man, dann liegt da nochmal was rum und noch einfach eine Tüte, alle Sachen mit einpacken und mitnehmen. Das kann man dann in der Klinik durchsortieren und wenn das zufällig die Medikamente vom Ehepartner des Patienten ist, kommt man da auch drauf. Ja? Aber je mehr Informationen, desto besser. Und das Management hängt ja auch ganz entscheidend davon ab. Also zum Beispiel nehmen wir mal Amitriptylin, da gibt es 10 Milligramm Tabletten und 150 Milligramm. Ja, das ist 5 Faktor 15 im Unterschied. Und ob man 100 Tabletten 10 Milligramm genommen hat, da passiert wahrscheinlich nicht so viel. Aber 100 Tabletten 150 Milligramm heißt absolute Lebensgefahr. Da wird man wahrscheinlich auch eine Magenspiegelung machen. Mhm. Ja, das sind schon wichtige Punkte. Okay, also ABC, Sachen einpacken und diese Antidot-Geschichte, die ist gar nicht so immer so wichtig, ne? Also, oder nicht immer so zielführend und gerade aufpassen, dass man jetzt eben da nicht Aktivkohle gibt und die das dann aspirieren zum Beispiel. Genau. Okay. Aber du hast schon was Gutes angesprochen, Toxidrome. Toxidrome, welches Bild hat dieser intoxikierte Patient? Was sind da so die häufigsten oder was sind da so ein paar Spotlights, wo du sagst, an das muss man irgendwie denken? Was? Ja, es gibt nicht viele, aber es gibt das Typische, kennen wir ja von der Opiatintoxikation. Mhm. Die Pupillen sind eng, der Patient ist bewusstseinsgestört bis bewusstlos und die Atemfrequenz ist runter oder gar nicht mehr da. Die typische Opiatatmung, tief und langsam. Das kann man gut erkennen und gut behandeln. Da haben wir das Naloxon, das man als Antidot geben kann. Das ist auch wirklich sinnvoll und das hilft gut. Dann gibt es noch als weiteres Toxidrom das cholinerge Toxidrom und das anticholinerge Toxidrom. Ich hasse die beiden. Niemals kann ich mir das merken. Ich verwechsel immer beide. Ja? Also, da werde ich mir das Video noch einmal anschauen. Erzähl mal. Also, beim cholinergen Syndrom, das kommt zum Beispiel durch Parathormon, die Insektizide oder Saringas, ja, was jetzt in London da eingesetzt wurde. Das sind die Stoffe, das regelt einfach den Parasympathikus hoch. Ja, und was macht der Parasympathikus? Ich kann mir das auch immer nicht gut merken. Ich muss dann immer von oben nach unten durchgehen. Also, das ist ja unsere Entspannung. Ja? Also die Pupillen werden eng. Dann die Verdauung, der Speichel läuft auch in der Lunge, ne? Die Bronchiole, den läuft wirklich der Schaum aus der Lunge raus, wenn die eine hohe Dosis haben. Ja? Mhm. Das Herz wird langsam, die werden bradikat und die Verdauung wird angeregt, ne? Also auch Durchfall, sowas. Das sind so die Sachen, die da auftreten. Und beim anticholinergen Syndrom, das tritt zum Beispiel auf bei Trizyklika-Intoxikation, aber vielleicht auch sowas wie Womex, Dimethydrinat. Ja. Das macht genau das Gegenteil. Da werden die Pupillen weit, die werden tachykard und die Haut wird trocken. Das ist ganz typisch. Die haben eine warme und trockene Haut und auch die Schleimhäute. Und das ist für uns auch ein guter Hinweis, weil es gibt auch noch das sympathomimetische Toxidrom. Mhm. Und das kommt ja zum Beispiel bei den Amphetaminen, Crystal Meth. Die so richtig... Genau, ja. Das sind die.
Und bei denen ist es auch so, die Pupillen sind weit, die sind aufgedreht, die haben einen hohen Puls, eine Fight-Reaktion, aber die sind schwitzig. Das heißt, wir können das gut unterscheiden. Das ist ein anticholinerges Syndrom oder ein sympathomimetisches, ob die Haut nass ist oder trocken. Das ist ein guter Hinweis. Ach, denn cool, ja. Okay. Beim sympathomimetischen Syndrom, was würden wir da geben? Irgendwas zum Runterbringen, wenn überhaupt. Genau. Ne? Ja. Benzos zum Beispiel. Und weißt du, wie viel man da so braucht? Viel. Viel. Also wenn man intranasal anfängt, aus meiner Erfahrung, dann braucht man, also kann das mehrere 10 Milligramm Schritte sein, 10, 20, 30, 40 Milligramm teilweise und dann auch nochmal ordentlich genau nach. Also viel. So sieht's aus. Und beim anticholinergen Syndrom haben wir ja dann vielleicht eher den Verdacht auf eine Trizyklika-Intoxikation. Da geben wir dann ja eher andere Mittel. Benzodiazepine kann man auch geben, wenn die krampfen, aber im Vordergrund steht ja bei denen oft gar nicht so sehr, dass die so verwirrt sind oder so, sondern bei denen stehen dann die Kreislaufprobleme oft eher im Vordergrund bei uns. Was wäre Trizyklika, nur ganz kurz? Ich denke, wenn da großes Interesse dran besteht, dann meldet es euch, dann machen wir doch mal was Ausführliches dazu. Da weiß ich, dass du Experte bist. Aber ganz kurz, im Endeffekt Kreislaufunterstützung, ABC sowieso, ne? Also wenn die zu beatmen sind, werden sie beatmet. Und dann ist ja noch NABI, oder? Das genau. ist eine der wenigen Indikationen, wo man über NABI-Gabe auch präklinisch nachdenkt. Ja, richtig. Das kann man, also bei Patienten mit einer Trizyklika-Intoxikation, das wirkt auch auf die Natriumkanäle, auch am Herzen. Und dadurch wird der QRS-Komplex breit. Okay. Und die können breitkomplex Tachykardien kriegen, aber auch normofrequente Breitkomplexe. Und das macht halt teilweise lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen. Und wenn die so breit werden, dann kann man denen Natriumbicarbonat geben. Okay. Das wirkt eben dagegen. Ja. Man weiß nicht genau wie. Ob's aber es wirkt, das ist gut. Genau, es wirkt. Was man einfach dann draußen machen kann, ist, man gibt 1 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht vom Natriumbicarbonat, 8,4%. Das kann man einfach aus der Hand geben, da passiert auch nichts. Aber das hilft den Leuten und man kriegt die Kreislaufsituation unter Kontrolle. Okay, also wir haben jetzt das Opiatoxidrom, anticholinerg, cholinerg und sympathomimetisch. Ja? Genau. Noch irgendwas anderes, was so ganz unter den Top-Toxidromen ist, oder haben wir damit eigentlich das meiste? Da haben wir schon das meiste so ganz abgedeckt. Und die anderen Toxidrome sind, wie gesagt, oft unspezifisch. Ja? Bewusstseinsstörungen. So sedativ, hypnotisch, oder? Würde man jetzt vielleicht noch sagen, aber das ist jetzt auch kein richtig klassisch abgegrenztes Toxidrom. Das sind einfach die Leute, die down sind. Ja. Kann ja auch mal sein. Okay, jetzt haben wir die grundlegenden so ein paar Zahlen von dir gehört. Wir haben gehört, an was wir vor Ort denken müssen. Wir haben die Toxidrome durchgegeben. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das müssen alle Leute, das vergessen die Leute draußen, da muss man noch irgendwie was besser machen, da fehlt die Kommunikation oder irgendwas, wo wir für uns was mitnehmen können? Einen Punkt hätte ich tatsächlich noch, und zwar, dass es dran denken, eine Intoxikation ist eine reversible Ursache. Ne? Wenn man an die 4H und HITS denkt, die Intoxikation ist die reversible Ursache für einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Und man muss sich schon gut überlegen, wenn man draußen da eine Reanimation einstellt, ob man die Patienten nicht lieber in die Klinik bringt, weil einfach das Outcome, wenn man die dann unter Umständen an eine ECMO packt, gibt es Fallberichte, ja, wo die Leute über 2 Tage eine ECMO gekriegt haben und dann wirklich mit ohne neurologische Folgesymptomatik überlegt haben. Ja, und das sind ja oft auch eher junge Erwachsene, die dann so eine Intox haben. Und da finde ich schon, sollte man sich immer gut überlegen, ob man so eine Reanimation einstellt oder ob man nicht doch lieber erst nochmal transportiert. Ja, ich finde es ein guter Punkt. Ja. Intoxikation ist ein potenziell reversibler Faktor und das vergisst man, denke ich, auch immer wieder in solchen Situationen. Okay, Christoph, ich sage herzlichen Dank. Ich bin mir sicher, dass jetzt einige Fragen kommen. Wenn ihr Fragen habt, schickt uns die unbedingt. Wir leiten alles an den Christoph weiter. Schaut auf seinen Blog toxdocs.de. Ja, wir verlinken es hier und blenden es ein und überhaupt. In den Shownotes gibt es nochmal eine Zusammenfassung zu dem, was wir gesprochen haben und Links zu diesen Spezialartikeln. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, wir waren jetzt gerade beim Degina-Kongress oder wir sind gerade beim Degina-Kongress, Notfallmedizin-Kongress in Leipzig. Nächstes Jahr in Bremen wird mega Hammer Ultra Spektakulärius toll, aber dazu werdet ihr in den nächsten Monaten und Wochen noch ganz viel von uns hören. Christoph, danke dir. Ja, danke Martin. Bis bald. Bis bald. Ciao. Tschüss. Tschüss.